Laut der Karte ist Misulf gleich hier unten und wir kommen noch. Ich wird wohl so sein. Ori? If I see one more Nord giving me a dirty look, I'm going to rip off their face and eat it in front of them. Okay, gut. Later. Damit wohl das Beste sein, die Stadt hier zu verlassen. Und uns Richtung der heißen Quellen zu begeben, um dort in die Nähe von Misulf zu kommen. Und leider ist es hier verdammt kalt. Und das Tolle ist auch noch, es ist unsere erste Expedition in eine Dwemer-Ruine. Ich wollte sie schon immer sehen, bin gespannt, was da alles... Skyrim ist so peaceful. No wonder so many Bretons decided to move in. Ah, Khajiit. Habt ihr eure Karawane verpasst? So, wie kommen wir hier am schnellsten? Na, wir können nach oben durch. Gibt ja hier mehrere Wege, die nach Misulf führen. Ja, ja. Kein Zein. Oh, da ist so eine kleine. Ja, müsste wohl Kajo sein. Ah, ja, ist Kajo. Sehr schön. Gehört die Truppe hier wohl zusammen? Bär? Nicht Bär? Ja, ist ein Bär. Ja. Lustig hier. Sind wir auf dem richtigen Weg? Sind wir. Misulf müsste gleich irgendwo hier hinten sein. Denn einen Drachen hier haben wir ja getötet. Ich und Ori, Kaiser, er hätte dabei sein müssen. Wo ich sagen muss, wir haben sehr wenige Drachen zuletzt zu Gesicht bekommen. Hoffentlich trifft der Nachschub bald ein. Moment. Ihr würdet lieber auf dem Feld arbeiten? Ich nicht. Ein Riese. Okay, wir wollen nichts mit deiner Herde zu tun haben. Wir lassen dich in Frieden. Du lässt uns in Frieden. Sehr schön. Genau, hier war ja das Drachennest. Wir hätten das eigentlich noch untersuchen müssen. Haben wir jetzt nicht getan. Die Frage ist, wollen wir uns das... Such a lovely place. In such a trouble. I sense something. Enemies approaching. Wohl nicht. War ja nur ein Skiver. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Jawohl. Irgendwo hier oben scheint dann Misulf zu sein. Ah, den Drachen. What? Na, mein Freund? Wird wohl nicht. Ihr habt ja wohl recht, aber nicht alle sind wahrscheinlich so schlimm, wie ihr denkt. Genau, hier ist das Riesencamp. Mit denen wollen wir ja aber gerade nichts zu tun haben. Ich möchte ja nach Misulf. Oh, der Weg wird hier also unterbrochen. Ja. I used to be an adventurer like you. Then I. Wait. They are coming. Ja, komm. Doch nur ein Kätzchen. Aber ich bin froh, euch dabei zu haben. Das kann man nicht so sagen. Two Bosma are eating a jester. One says to the other, does this taste funny to you? Okay. So ein paar Reisegeschichten. Misulf. Ist der hier oben? Tamriel used to be full of fun. Now it's only a mess. Ja, kann man es auch sehen.
Ich wäre dafür, wir werden sehen, das ein bisschen positiver. Wir sind noch am Leben. I don't have time for this. Weg mit dir. Sonst noch jemand? Noch was? War nur ein... Naja, mir geht's gut. Hoffe, euch geht's gut. So kann man es auch sehen. Da müsste das wohl... Ja, das sieht mir aus wie Dwemer Architektur. Gehen wir hier mal hin. Schauen, was sich hier finden lässt. Nicht auszumalen, welche technischen Errungenschaften hier zu finden sind. I heard if you aren't careful enough, the Draugrs will curse you with a dead eye disease. Wieder diese Geschichte? Nonsense to me. Glück. Glück ist Ori am besten ausgestattet von uns. There's something so eerie about Dwemer ruins. Ja. All these lonely, abandoned halls. It's like they were just here. Ja, habt ihr wohl recht. Hier ist eine Tür. Hm. Wollen wir hier mal reingehen? Hm. Oh. Metall. Kreisel. Oh. I don't trust the look of those things at all. Be wary. Ich ja auch nicht. Oh, hier ist irgendein komisches Metall. Hm. Does being a Dragonborn make you more... Forget I said anything. Wollt ihr sagen, dass es mich schöner macht? Ah, da kann ich nur zustimmen. Wenn wir hier mal reinschauen. Okay. Das Schloss hören. Hier höre ich was. Jawohl. Hm. Oh, das ist ja... Talbaren, sehr schön. Auch wenn ich nicht der Goldring. Unheimliche Wut. Oh, okay. War gefährlich, das Zeug hier so aufzubewahren. Okay, dann hier. Oh, noch besser. Hallo? Was ist hier denn Schönes? Hm. Noch mehr? Waldmetall. Zwergenstreitaxt des Eises. Was mitnehmen? Was bist du Schönes? Ethereum? Ja. Weiß jemand von euch, was Ethereum ist? Dann habt ihr wohl recht, aber wir sind hier wohl nicht am richtigen Ort. Das scheint wohl nur ein so kleiner Zwischenraum zu sein. Aber die Materialien waren es wert. Denn ich habe Bücher gelesen, dass es möglich sein soll, irgendwelche Maschinen nachzubauen. Jetzt weiß ich nicht, was die Dwemer für Maschinen entwickelt haben. Doch ich hörte... dass sie ihrer Zeit definitiv voraus waren. Wollen wir mal sehen. Kristall verschwunden. Was? Findet Paratus in Ukola. Paratus? Forschungsprotokoll. Kurz mir zu Gemüte führen. Forschungsprotokoll. Forschungsprotokoll. Oh, kann ich auch noch lernen, wenn ich schon gerade dabei bin. Hm. Was denn? Forschungsprotokoll hier. Rat von einer jüngeren Gruppe vernommen. Es regt besondere Missfallen zu hören, dass er respektiert. Eine Art Kristall. Weiß jemand von euch, was damit gemeint
ist. Someone once told me that we should spread with fire. Okay. Burn them all, he said. The last person who listened to his advice became a psychopath. Sulft. Unglaublich. Schaut euch das an. Die Maschinen laufen selbst nachdem, dass ihre Erbauer nicht mehr da sind. Ach, wäre ich dafür. Nimm mal alles mit. Dieser Dwemer-Materialien. Muss die noch besser kategorisieren. Okay. Ja, da war eine Falle. Aufgepasst hier. Kommen Stacheln raus. Das ist wohl dem Herren hier zum Verhängnis geworden. Okay. Die Synode ist hier wohl auf irgendetwas gestoßen. Doch auf was? Was zum... Seht ihr das? Ich glaube nicht, dass die Freunde sind. Sehr schön. Noch so eine komische Spinne. Ja, ich helfe euch. Geht es euch gut? Ja, jetzt können wir mal eure neue Rüstung testen. Irgendwelche komischen Spinnen sind das, die durch einen Seelenstein angetrieben werden. The Aral should dispatch expedition teams to learn from these Bogor ruins. Definitiv. This can benefit all of us. Hört euch das an. Unglaublich. Selbst nach all diesen Zeiten, ohne dass sie gewartet wurden, funktionieren sie wie an Tag 1. Unglaublich. Dennoch würde ich aufpassen. Ich habe mir sagen lassen, dass das ziemlich gut mit Fallen gespickt ist. Eine habe ich ja schon mutwillig ausgelöst. Da hinten ist noch einer von diesen... Spinne! Jawohl! Bis der da ist, habe ich ihn! Sehr schön, Kaiser. Oh, ich habe was gehört. Noch was? Oh, du kriegst mich nicht, elendige Deckspinne! Haha, nichts da. Kommen diese Wesen? Es muss eine Art Tunnelsystem durch die ganze Anlage sein. Kommen hier überall durch und sind so schnell, wie sie gekommen sind. Das ist offensichtlich. Deswegen öffnen wir die Tür von weitem. Naja. Noch so eine dieser Spinne. Bis du da bist, bist du tot. Sehr schön. Okay. Mondsteinerz auch noch. Da muss das aber mehr sein als nur. Aber was machen diese Arbeiter hier? Es gibt da nichts mehr zu arbeiten. Mondsteinader. Eine Truhe. Absolut faszinierend. Es scheint, als würde diese Anlage nur mit dem Erddampf oder der Erdwärme laufen. Wir sehen hier überall diesen Art Dampf, den sie hier nutzen können. Ich bin vorsichtig. Bis jetzt haben wir zwar wahrscheinlich nicht die stärksten Auswüchse dieser Maschinen gesehen, aber ich bin mir sicher, wenn ich die alten Dwemer einschätzen kann. Und das kann ich. Ich habe mir viele Bücher von ihnen durchgelesen. Dann muss hier noch mehr sein. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. So, nichts. Noch mehr? Was für Wesen... Wie schaffen es die Maschinen in diesen kurzen, kleinen Ecken, sich zu bewegen? Die müssten sich ja um ihres Vielfachen zusammenquetschen, um so dann
in diese Rohre reinzupassen. Wenn man das Rohre nennen kann. Ich nenne sie jetzt einfach mal Rohre. Für die Dwemer waren es wohl. Noch mehr? Und Stein. Das ist alles, was wir für Elfenrüstungen gebrauchen. Ihh, was bist du denn für ein Drecksack? Na? Oh, 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 oh. Kaurus! Gut geschossen, Ori. Wusste ich doch. Kaurusjäger. Aber Kaurus sind doch hier nicht heimisch. Kommen sonst nur in sehr tief gelegenen Höhlen vor. Noch ein Wissenschaftler der Synode. Wurden die hier wohl überrascht? Mit. Auch mit. Augen offen halten. Was habt ihr denn hier abgebaut? Hier ist doch nichts. Aber den Trank nehmen wir mit. Hast du noch irgendwas bei dir? Das ist ja diese Magierrobe. Zum Glück habe ich euch noch dabei, Ori. Ich und Kaiser wären da wohl im Nahkampf irgendwann ein bisschen aufgeschmissen. Kaurus. Und wer hat das gebaut? Oder besser gesagt, für was? Wurde das gebaut? Ah, für den Drecksack da hinten. Uah, na ganz toll, hat er mich voll gespuckt. Meistens. Das Ding hat mich voll gekotzt. Auf die Steine aufpassen. Alles voller Kaurus Dinger. Wie gesagt, ich bin froh, dass Ori dabei ist. Was waren eigentlich die heilenden Hände? Ich hatte mir das ja noch auf der 5. Ich muss kurz helfen. Alle wieder fit. Alle wieder zusammengeflickt. Das unbedingt alles mitnehmen. Urnen haben sie also. Was machen Kaurus hier? Wie gesagt, diese komischen Käfer leben normalerweise in tiefen Höhlen. Wenn ich tief meine, dann meine ich tief. Da kommt was raus. Ich weiß es. Oh, was bist du denn für einer? Oh, 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 das Ding. Was bist du denn? Dwemersphäre. Hat er so Bolzen? Größerer Seelenstein. Habt ihr das gesehen? Das Ding kann im Nahkampf sowie im Fernkampf angreifen. Du scheinst wohl schon ausgelöst worden sein. Ist aber besser ausgerüstet. Kommt dir sonst noch was raus oder war das der einzige? Ich hoffe mal. Ein Tor. Mal schnell schauen. Augen offen halten. Kommt hier was raus? Nein. Metall nehmen wir mit. Kreisel. Durch den Goldring. Net von Center. Oh, kann man auch gebrauchen. Warum habe ich mich jetzt gerade selbst verletzt? Wer weiß das schon? Dann heile ich mich halt schnell. Magie ist schon was Tolles. Okay, diese Dwemersphären sind gefährlich und schnell. Das Ding hat ja die Distanz zu uns in so kurzer Zeit zurückgelegt.
praktisch wäre es, so etwas bauen zu können. Ich hoffe, wir finden hier noch irgendwelche Aufzeichnungen über die Bauart dieser Dwemer-Konstruktion. Okay. Kleine Spinne. Komm du mal her, bis du da bist. Ja. Gut gekämpft. Na, besser gesagt. Versucht zu kämpfen. Ori ist ja auf die Distanz. Dieses Zischen gefällt mir nicht. Sphäre! 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 Wir müssen diesen Bastarden. Ori! Lass mich euch helfen. Bastard. Aber schnell sind sie. Gut, dass wir hier. Okay. Kommt was? Kleines. Ja. Kleines Männchen kommt hier. Sehr schön. Was mit? Wie gesagt, die Materialien sind von unschätzbarem Wert. Alles, was wir hier mitnehmen können, wird uns helfen, die Dwemer noch besser zu verstehen. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist es, irgend so was Ähnliches mal bauen zu können. Stellt euch vor, eine Dwemer-Sphäre, die uns begleiten würde, wäre doch was Tolles. Gehen wir zuerst mal hier runter und schauen, ob hier eine Art Sackgasse ist. Nämlich ein Alchemie-Labor aufgebaut. Hier ist eine Tür. Alchemie-Labor, nehmen wir mit. Immer Kreise jetzt mal nicht. Augen offen halten, ob hier... Ist eine Tür. Jetzt mal hören. Hör ich nicht. Hier höre ich was. Ein bisschen weiter rüber. Verdammt. Okay, aber langsam habe ich das ein bisschen besser drauf mit dem Schlösserknacken. Sehr schön. Wow. Ach, das ist eine Art Gas. Ist das Gas? Diese Lampe angetrieben durch die Wärme? Oh, ho, ho, ho. Silberfeder. Gegen Magie. Eigentlich perfekt. Für mich könnte ich vielleicht entzaubern und auf meine Kapuze legen. Dann war das andere wohl doch der richtige Weg. Dann gehen wir doch den Weg weiter. Bis jetzt scheint alles noch einigermaßen zu gehen, wo wir uns vor diesen Sphären unbedingt in Acht nehmen müssen. Da unten kommt was raus, bin ich mir sicher. Druckplatten. Okay. Oh, 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 das ist eine Sphäre. Das ist eine Sphäre. Oh, das tut weh. Zum Glück habe ich noch Divine Ages. Autsch. Sehr gut, gut gekämpft. Glück gehabt, dass ich noch den Zauberspruch habe, der physischen Schaden negiert. Das hätte böse ausgehen können. Ori? Ihr seid auch wieder da. Okay. Okay. Nein! Puh. Glück gehabt. Rübergekommen. Alle da? Ori? Aufrücken. Gut. Puh. Hinten geht's weiter. Nach da unten möchte ich nicht fallen, weil ich der Meinung bin, aus dem einen Rohr kommt auch noch was raus. Immer Augen offen halten. Auch auf den Boden. Oh, das ist nicht gut. Die sind schon alle zerstört worden.
cool. Erklärung. Wirkungsdauer von Zaubertränken. Steigert die Gesundheit um 20 Punkte, steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Magika um 20 Punkte. Was bist du? Falmer. Oh. Was ist denn ein Falmer? Aber ich muss den Ring anschauen. Trage ich denn eigentlich schon einen Ring? Nein, trage ich nicht, so wie es aussieht. Wo ist er denn? Ring, 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 Ring. Doch Ring der Stärke, Teil. Mächtige Angriffe. Das kann ich eigentlich ignorieren. Weisheit des Mentors. Oh. Huh. Da fühlt man sich gleich viel stärker. Nein, hier kommt nichts raus. Oh, das sieht nicht einladend aus. Und noch mehr von diesen Fallmann, aber es scheint, als wären die Maschinen auch nicht gut auf die Konsortenfreunde zu sprechen. Da wollen wir uns das doch mal anschauen. Hm. Noch mehr zerstörte. Noch mehr zerstörte Maschinen. Aber die Seelensteine sind wichtig. Irgendwas noch zu sagen, Ori? How can I help? Auf euch geht's gut. Okay. Sehr schön. Kaiser? Hey, there's something I found on my journeys. I want to give it to you. Okay. Don't thank me. Don't start crying yet. Eine Perle. Ich hab zu danken. Na gut. Augen offen halten. Ich höre hier was. Und das will mir nicht gefallen. Das sind überall zerstörte Maschinen. Großer Seelenstein. Die Bolzen nehmen wir mal mit. Was auch immer diese Falmer sind, die haben wohl gelernt, mit diesen Maschinen zu leben. Na du Bastard! Da kommt er schon. Guckt ihn euch an! Bis du da bist, bist du tot. Ja, muss auch aufpassen. Ich glaube, diese Dinger, ich nenne sie jetzt einfach mal Dinger, ich weiß nicht, was ein Falmer sein soll, scheint wohl auf Geräusche zu reagieren. Und generell scheinen sie sich an die Dunkelheit gewöhnt zu haben, als wären sie ihr ganzes Leben schon hier unten. Und irgendwie will das einem nicht gefallen, eine neue Art entdeckt zu haben, denn sie sind definitiv elfischer Abstammung. Sie haben die gleichen Ohren wie ihr, Ori. Aber... Na, mein Freund. Sehr schön. Ich hab zu danken. War sogar noch einer mit einem Bogen. Definitiv Elfen. Oder es waren mal Elfen. Das Gute ist ja, dass sie genauso Probleme mit diesen Maschinen haben wie wir. Sphären und die ganzen Arbeiter. Hm. Ist noch so einer von denen. Und weg mit dir. Muss aber aufpassen. Ich bin mir sicher. Ja, Magie, das kannst du gut machen. Magie, das nimmt mir nicht viel Schaden. Oh. Aber ich scheine wohl viel mit Gift zu arbeiten. Koboldschimmel. Und ihre Ohren kann man abnehmen. Irgendwo verstörend. Aber ich nehme es mal mit. Weiß ja nie. Hm. Expertenschloss. Noch mehr Gift. Geh mal durch. Hm. Wie sind denn die hier reingekommen? Haben die sich hier durch diese verschlossenen Türen durch... Ah, okay. Das waren also nicht Einheimische hier. Die haben sich hier durch die Wand gegraben. Warum auch immer. Okay.
geht hier wohl in ihren komischen Bau runter. Lasst uns erstmal Kräfte sammeln und dann gegen diese Falma kämpfen.